komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich habe noch ein Wort bekommen heute Abend. Aber wenn Gott seine Kraft auf ein Wort legt, ist es gut. Das Wort, das Gott mir gegeben hat, war durchsprechen. Schauen, in welche Richtung. Ich lese euch gerade mal ein Wort vor. Ein Bibelvers. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei beladen. Jesus hat uns befreit, dass wir in der Freiheit leben. Oh, könnt ihr euch erinnern, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei einigen schon lange her, der Tag, wo du dich bekehrt hast, hast Jesus kennengelernt, du bist wiedergeboren. Du weißt ganz genau, alle deine Sünden sind dir vergeben, du bist erlöst. Könnt ihr euch noch an dieses Gefühl erinnern? Ist es noch dasselbe? Manchmal, gell? Manchmal. Aber hat Jesus uns nicht frei gemacht in dem Gefühl, wie wir gehabt haben, und unsere Wiedergeburt und unser neues Leben, in diesem Gefühl drin zu leben, das ganze Leben? Jesus hat uns frei gemacht, um in dieser Freiheit zu leben. Was ist denn das, was uns diese Freiheit wegnimmt, in dieser Freiheit zu leben? Ich habe so ein paar Worte aufgeschrieben. Ein Joch. Das nicht ist von Jesus, das von Jesus ist sanft und es ist gut. Aber ein Joch, das ist etwas, was auf dir liegt. Du kannst nicht immer machen, was du willst. Kennt ihr diese Gefühle, dass du... Du bist vielleicht für Konferenz, im Gottesdienst, du liest ein Buch und etwas berührt dich total und sagt, Gott, so will ich sein, das will ich machen. Kennt ihr das? Aber zwei Tage später vergehe ich alles wieder und du packst es gar nicht. Gott, ich verspreche dir, ich will das machen. Und du willst es machen. Etwas tief in dir hast du diese Wille, aber irgendwo ist es wie ein Joch auf dir und du kannst es nicht machen. Ein Joch, wie nicht von Gott ist. Oder etwas anderes, ein Fluch. Ein Fluch ist etwas, was uns begrenzt. Ich habe mal mit meinem Mann gesprochen, das hat mein Vater hat mir gesagt, du wirst niemals das erreichen, was ich erreicht habe. Und hat er probiert, sein ganzes Leben es zu machen, hat es nicht geklappt. Weil dieses Joch, diese Worte waren so stark auf ihm drüben, es hat ihn kaputt gemacht. Er hat Konkurs erlebt, alles Mögliche, weil er das Gegenteil gegen dieses Joch wollte gehen, aber hat nicht die Kraft gehabt, ihn zu packen. Worte können wie ein Fluch sein auf deinem Leben drauf. Und dann bist du Christ, aber es sind Worte drauf, verstehst du? Flüche auf, manchmal auf unserem Leben drauf. Und du würdest gern Gott von allem dienen und du weißt, Gott hat einen Plan für dich. Aber dieser Fluch ist vielleicht schuld, diese Worte oder andere Sache, dass du nicht reinkommst. Und manchmal ist es so wie ein Gefängnis. Was kennt ihr das Gefühl, im Gefängnis zu sein? Du bist Christ, du bist erlöst, du weißt, du kommst in den Himmel, dein Name ist geschrieben im Buch des Lebens, Halleluja, und trotzdem bist du in diesem Gefängnis drin. Und du würdest so gern rausgehen, so wie ein Adler sein. Aber du fühlst dich wie ein Hühnerstall. Du bist kein Adler, aber du weißt, es ist deine Berufung. Und irgendwo weißt du, es gibt ein Gefängnis. Vielleicht von deinen Gefühlen, von anderen Seiten, Gefängnis in deinem Leben drin. Und das, eins von den Merkmalen davon ist, wir haben kein Wachstum. Am Ende vom Jahr, ich bin einfach jemand, ich komme von der Geschäftswelt und ich bin kein so Träumer und am Ende vom Jahr probiere ich immer so eine Bilanz zu ziehen von diesem Jahr. Was war dieses Jahr? Bist du dieses Jahr geistlich gewachsen oder bist du so Überlebensmeister geworden, wie überlebt, bis Jesus wiederkommt? Oder bist du gewachsen? Und wenn du zurückschaust, bis 5 oder 10 Jahre gläubig, wie war dein Wachstum? Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nicht so ganz toll. Aber ist es Gottes Wille, dass du das nicht wächst? Ich bin ein ganz kleiner Hobbygärtner.
Ich war als Kind schon da reingewachsen. Und es ist so schön, wenn du so Pflanzen säst oder umsetzt. Dann hast du ein paar schöne Pflanzen. Und von meinem Schlafzimmer kann ich direkt auf die Terrasse gehen. Und da habe ich mir so ein kleines Hochbeet gemacht, dass man sich nicht Bücke braucht. Das ist praktisch im Alter, man fängt an zu denken. Habt ihr Idee genommen? Und da habe ich ein paar Sargen gepflanzt. Und wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, gucke ich die Dinger an, oh, ein Stück gewachsen. Alles, was Leben hat, wächst. Die Pflanze sieht man besser wie manchmal die Gemeinde. Normalerweise alles, was Geist drin ist, müsste wachsen. Wir müssen geistig wachsen. Und wenn kein Wachstum da ist, dann ist etwas, was das Wachstum bremst, ist nicht normal, etwas fehlt. Was sind denn diese ganzen Sachen, wenn manchmal in unserem Leben das da ist? Und öfters ist es nichts anderes als Gefühle. Aber Gefühle können uns betrügen. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Vielleicht gibt es sogar einige von euch, die sich noch erinnern können. Vor ungefähr, ich glaube, es war so 10, 12 Jahre. Wir hatten Prophetenschule gehabt. Es war Dienstagabend. Und mittags um 4, 5 spüre ich so langsam, wie, weiß nicht, warum ich habe. War müde, habe keine Lust gehabt hinzugehen. Ja, manchmal ist die Gefühlswelt, man weiß halt nicht, wie sie kommen, die gehen ja wieder. Aber sie gingen nicht, dann war 6, dann war es immer schlimmer. Und dann war 7, dann merkte ich, dass ich depressiv werde. Aber richtig depressiv, so. Und was kann ich jetzt machen, dass ich nicht gehen muss? Kann ich jetzt, soll ich den Martin anrufen oder jemand? Oh, okay. So richtig so, meine Schwere. Und ganz tief in mir spürte ich, ja komm, du wirst hingehen und wenn du dann Lobpreis wirst proklamieren, dann wirst du wahrscheinlich weggehen. Und ich war um 8 Uhr richtig depressiv und ich komme Dienstagabend, Ding. Und dann habe ich im Lobpreisteam noch gesagt, komm, probiert mal einige Lieder zu machen, du bist Herr, du bist auferstanden, proklamiert. Dann haben sie angefangen, es ging nicht besser. Dann bin ich nach vorne gegangen, gesagt, ich singe jetzt mit und proklamiere, die Depression müsste weggehen. Aber es war schlimmer. Ich war da vorne, Mikro in der Hand, wie ein gedetschtes Stück, weißt du, Mikro in der Hand. Und alle Leute voller Erwartung, ich bin da, depressiv. Und ich schrie zu Gott, ich sage, Gott, was ist los? Weißt du, was der Herr gesagt hat, Piero, schrei mal wie ein Löwe. Weißt du, wenn es einem gut geht und hat sogar 2, 3 Gläser Sekt getrunken, kann man das probieren. Aber probier mal wie ein Löwe zu schreien, wenn du depressiv bist. Das hört sich an wie eine alte Katze vielleicht, aber... Und ich stand davor und ich sage, Gott, nein, ein Schrei wie ein Löwe. Und ich schrie im Glauben wie ein Löwe. Und plötzlich kam etwas über den Raum. In einer Sekunde war meine Depression weg. Und der Mann war in der zweiten Reihe, fiel auf den Boden. Ja gut, das kann passieren. Und dann ist auch, ich bin wieder aufgestanden. Prophetisch war eine super Zeit. Und der andere Tag haben wir am Mittwoch, wir waren noch in Mannheim am Gottesdienst gehabt. Und dann dieser Mann, der umgefallen war, auf der Boden gefallen war, fragt mich, Piero, kann ich nach vorne gehen, kann Zeugnis geben? Und ich sagte, ja, wenn du willst. Ich habe ihn ja gekannt von der Gemeinde. Er geht nach vorne und er erzählt, und er sagt, ich bin als Kind ab 6, 7 Jahre von meinem Vater verkauft worden, Männer. Mein eigener Vater hat mich verkauft. Ich kann mich schon erinnern, wie ich klein war, 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, kamen samstagabends immer große Autos, dunkle Autos und ich musste einsteigen. Mein Vater hat das Geld genommen und die Männer haben mich missbraucht, jahrelang. Und der Mann erzählte das und hinter mir fängt eine Frau ziemlich stark an zu heulen. Und ich drehe mich rum und sagte, warum heulst du denn? Dann sagt sie, ich bin schon 10 Jahre verheiratet. Er hat noch nie seine Vergangenheit erzählt. Noch nie. Und der Mann sagte gestern Abend in der Prophetenschule, wie der Piero gebrüllt hat, wenn Löwe, ist von mir etwas weggegangen. Und ich habe den Mut gehabt zu erzählen. Ich habe den Mut gehabt, das zu erzählen. Und manchmal kann man sehen in unserem Leben drin, so dieses Joch der Gefühle, der Depressionen. Und öfters, wenn Gott etwas vorhat mit dir, der Teufel weiß den Plan in Gottes, wisst ihr das? Besser wie manche Propheten. Und er weiß ganz genau, und da kommt manchmal mit Gefühle und probiert ein Joch auf dich zu leben. Der Job vom Teufel,
Wenn du Christ bist und wiedergeboren bist, ist es immer sein Job, dass du nicht in die Berufung kommst, dass du kein Wachstum hast, dass du ein Joch bekommst, dass du im Gefängnis sitzt, dass du nicht gefährlich bist. Das Gefährlichste ist immer für den Teufel, wenn jemand zu seiner Berufung geht. Da weiß er ganz genau, oh, der Mann ist eine Gefahr, die Frau ist eine Gefahr für mich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass es so Sachen gibt, deine Gefühle, deine Finanzen. Ich kenne Christen, ganz nette Christen, sie leben wie Christen, sie wollen Gott dienen, aber ihre Finanzen, jahrelang haben die Probleme mit ihrer Finanzen, jahrelang. Ist egal, was sie anfangen, ob es fürs Haus ist, für die Firma ist, für ihren Job ist, immer Probleme mit Finanzen. Und sie würde so gern Gott dienen, sie würde so gern ab und zu an Plätze gehen, wo Gott sie hingeschickt hat, aber sie können nicht hingehen, weil das Geld ist immer, und sie leben da drin, in dieser Armut drin. Und ich kann das sagen, es ist öfters ein Joch vom Teufel. Dieses Finanzen, diese Blockade, wie da ist, ein Gefängnis. Manchmal ist es die Familie. Wie immer wieder, könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich mir manchmal anhöre. Ein Mann sagte mir, ein Christ, er sagte mir, weißt du, ich will meine Frau lieben, ich will meine Kinder, ich will meine Familie. Aber kaum habe ich die Entscheidung genommen, ist es so wie eine Barriere, wie aufgeht und wir streiten uns. Und die Frau erzählt mir total dasselbe. Es ist so wie ein Joch, wie kein Frieden der Familie drin. Oder Leute leben unter Anklage. Es gibt so viele Sachen, wie das in unserem Leben. Einsamkeit. Das hat meiner Frau erzählt, weißt du, Piero, ich bin schon jahrelang in der Gemeinde, aber ich habe keine Freunde gefunden. Wenn ich denke, ich habe jemanden gefunden, zieht sie weg oder hat jemand anders. Ich bin zu einsam, ich habe keine Freunde. Und in unserem Leben gibt es so viele Sachen, wie wir in unserem Leben sind. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wie Gott sagt, es ist Zeit drin, wir müssen durchsprechen. Wir müssen das alles, was uns einsperrt, so durchsprechen. Ich habe so ein bisschen seltsame Woche gehabt. Und ich war echt mal auch zum Beten und ich sah so zwei Engel, die plötzlich kamen. Und ich wusste, sie wollen mitnehmen, dass ich kurz im Geist in den Himmel gehe. Und ich war kurz dann einfach hochgegangen und ich wusste, ich komme vor diese Thronsaal. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass der Blick nicht so, dass ich sehen soll, alles, was da drin ist, sondern der Blick, wie sieht mich Gott? Ich war so wie vom Thron Gottes, aber ich habe nur sehen, wie Gott mich sieht. Und ich war entsetzt. Weißt du warum? Ich habe gedacht, das kann nicht von Gott sein. Ich sah mich als Tier. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ich sah mich als junger Löwe. Und ich sagte, Gott, ich bin kein Tier, ich bin nur ein Kind. Aber sag mir, weißt du, ich werde dich gebrauchen, das wird eine Salbung sein, ein Löwe zu sein. Und du wirst so wie dieser Löwe von Juda. Du wirst in diese unsichtbare Welt reinschreien, du wirst der Löwe sein. Du wirst kämpfen und durchsprechen. Und an dem Abend habe ich so den Eindruck gehabt, wie Gott sagt, es ist Zeit, es ist durchsprechen. Es ist Zeit, dass die Gefängnisse zerbrochen werden. Es ist Zeit, dass die Joche zerbrochen werden. Es ist Zeit, dass die Flüche weggehen. Dass die Flüche zerbrochen werden. Dass vielleicht die Schwachheit, dass die Krankheit, das, was Familie streit, alles, was da zerbrochen ist. Es ist Zeit, durchzubrechen. Es ist Zeit, dass wir in die Freiheit reinkommen, dass uns nichts mehr, in die Bibel steht geschrieben, dass Gott Engel befohlen hat, uns zu tragen, dass unsere Füße nicht mal an Steine anstoßen. Stimmt das? Aber Engel sind nicht da, um dich zu tragen, dass deine Füße dich nicht anstoßen in einem Gefängnis drin, sondern dich rausbringen in deine Berufung hinein. Und ich habe zu der Eindruck, wie Gott sagt, es ist die Zeit des Durchsprechen. Es ist die Zeit, wo wir alles, was uns begrenzt, was unmöglich ist, wo man aufbaut und bricht wieder ab auf der anderen Seite, dass man durchspreche, dass dieses Metrum, was um ist, uns rum ist, dass es weitergeht, dass wir Freiraum haben, Freiheit haben. Eine Frage, habt ihr Sehnsucht danach? Sehnsucht, dass, ich mal vor, du bist hier in diesem Raum drin, du bist jetzt lange in diesem Raum drin, denkst, okay, das sind 150 oder 120 Quadratmeter, 3 Meter hoch und du lebst da drin und sagst, hey, ich habe Lust an etwas anderes. Ich habe Lust, dass es nicht mehr 100 Quadratmeter sind, sondern es 1000 Quadratmeter sind. Dass es nicht mehr 3 Meter hoch ist, sondern dass es 10 Meter hoch ist. Ich habe Sehnsucht im Geist, dass, wow, das alles, ja, sie bricht um mich rum und dass ich in der Freiheit total leben kann, dass nichts mehr mich begrenzen kann.
keine Gefühle mehr, dass nichts mehr, dass keine Umstände mich begrenzen, ob es meine Gesundheit, ob es der Geist der Schwachheit ist, ist egal was es ist, nichts darf mich bremsen, in meine Berufung, in den Plan Gottes reinzugehen. Wow. Also der Plan Gottes ist wie ein riesen Puzzle. Ich habe letztes Mal so Offenbarung bekommen. Stell dir mal vor, wenn diese Wand da, die ganze Wand, wäre ein Puzzle sein. Das heißt Reich Gottes. Und weißt du, was Gott sagt? Du kannst ein Puzzle sein. Du bist ein Puzzle im Plan Gottes drin. Und es ist Zeit, dass die Puzzle so reingedrückt werden. Dass nicht mehr die Gemeinde Jesus ein Haufe Puzzle ist und jeder redet, oh, ich habe die Berufung, ich habe die Berufung, und dann guckt man rein, sieht man gar nicht, weil es alles gemischt ist, sondern es ist Zeit, dass wir an unseren Platz gehen, dass jeder seinen Platz einnehmen kann, in Jesu Namen. Ich habe heute Abend einen Wunsch. Die letzte Zeit ist mein Lied mehr lieb geworden als alle anderen Lieder. Die letzte Zeit, was mir der Titel wieder heißt, ist, die Kette zu brechen. Die Kette ist brechen. Komm mal nach vorne. Habt ihr Lust? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie war der Anfang vom Lied wieder? Eine Armee steht auf. Wir fangen mit dem an. Ja, komm, eine Armee steht auf, die Taube läuft sitzen. Nee. Nimm mal, geh mal. Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Komm, wir singen es noch einmal. Ich weiß, eine Armee steht auf, die wir gut laufen können. Lauft darauf einmal ein bisschen drumherum, nehmt diese Fahne und lauft wie eine Armee um diesen Raum rum, bis die Kraft Gottes vollkommen runterkommt. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten. Ketten zerbrechen, 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 Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen.
Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Komm, wir singen es noch einmal. Ich habe den Eindruck, fang an, während du rumlaufst, fang an, die Kette zu brechen. Die Kette, wie dein Leben bremst. Fang an, die Ketten zu brechen. Heute Abend soll keine Kette mehr in deinem Leben sein, die bewusste oder die unbewusste. Fang an, selbst zu brechen heute Abend. Die Kraft Gottes soll da sein. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, 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 Ketten zerbrechen. Hey, über Heidelberg die Kette zu brechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Und Deutschland wird frei sein, frei sein. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Und du wirst frei sein. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Und Berufungen werden frei sein. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Und Menschen werden rennen zu Jesus. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, jetzt. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee, eine Armee. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Hey, hey! Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen, Flüchen zerbrechen. Und Türe gehen auf! Türen gehen auf, Türen gehen auf, Türen gehen auf. Jetzt! Türen gehen auf, Türen gehen auf, Türen gehen auf. Jetzt! Türen gehen auf, Türen gehen auf, Türen gehen auf. Und Ketten zerbrechen! Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Engel sind hier. Und Engel sind hier. Engel. Engel sind hier. Engel sind hier. Willkommen. Engel sind hier. Engel sind hier. Engel sind hier. Und Gott ist mit uns.
Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Gottes Armee steht auf. Gottes Armee steht auf. Gottes Armee steht auf. Gefangene werden frei, Gefangene werden frei, Gefangene werden frei. Gefangene werden frei, Gefangene werden frei, Gefangene werden frei. Gefangene werden frei, Gefangene werden frei, Gefangene werden frei. Gefangene. Gefangene werden frei, Gefangene werden frei, Gefangene werden frei. Gefangene. Gefangene werden frei, Gefangene werden frei, Gefangene werden frei. Ich weiß nicht, ob so ein Bild von mir, die wir heute Abend total drin sind und wollen das haben. Kommt davon nach vorne jetzt. Stellt euch einfach da vorne hin. So wie Gott sagen möchte, hör zu, die Zeit der Anklage ist vorbei. Gott ist nicht da, um jemanden anzuklagen, sondern Gott ist der Befreier. Und ich habe gerade vor so ein Bild gesehen, eine ganze Weile, dass viele von euch so wie ein, oder wie so Gewand anhaben, oder so Mantel oder ein Kleid anhaben. Und das ist so, so klein und du bist eingesperrt in diesem Kleid drin. Und es ist öfter so ein Kleid der Anklage oder du hast ein Bild gemacht von deiner Person und du hast dich selbst begrenzt. Und Gott sagt, heute Abend möchte ich dir Vollmacht geben, dieses Gewand, dieses Kleid zu reißen. Es ist so, wie du etwas angezogen hast, das Bild, wie du hast von dir selbst, öfters von deinem Versagen, von deiner Niederlage. Und du kannst nicht rauswachsen, weil es ist zugeschnürt. Und heute Abend sagt Gott, du sollst das zerreißen. Und ich werde bis auf drei zählen. Und ich habe so einen Eindruck heute Abend, ich werde bis auf drei zählen. Es ist so, wie du dieses Gewand nehmen würdest und diese Zwangsjacke und dass du sie zerreißt heute Abend. Dass sie total zerreißt, dass es weggeht von dir. Dass es weggeht. Du bist nicht der, was du dir einbildest oder was du angeklagt worden bist, sondern du bist der, wie Jesus Christus sieht. Und hör zu, du wirst auch ein Löwe sein, sagt Gott. Du wirst auch ein Befreier sein, eine Befreierin sein. Du bist nicht das, was du denkst von dir. Du bist etwas ganz anderes. Aber heute Abend verlange ich dir, das zu reißen. Wie Elia den Mantel von Elisa bekommen hat, wie Elisa den Mantel von Elia bekommen hat. Das Erste, was er macht, er zerreißt sein altes Gewand. Er ist nicht mehr der Diener von Elia, sondern er ist der Elisa, der Prophet mit der doppelten Salbung. Er zerreißt dieses alte Gewand. Und da müsste ich jetzt bis auf drei zählen. Und dem nimm deinem Glauben so wie deine Hände und so wie etwas reißen würdest. Und viele von euch werden spüren, etwas geht weg von dir und du kommst in eine neue Freiheit hinein in Jesu Namen. Bist du bereit? 1, 2, 3. Ho. Ho. Komm, nimm mal deine Trompete und blas mal gerade rein. Eine Befreiung. Heiliger Geist, die Türe gehen auf heute Abend. Die Türe gehen auf in die unsichtbare Welt. Und es gibt keine Begrenzung für die Macht Gottes. Es darf nichts mehr, nicht mal dein Verstand kann dich mehr begrenzen. Es ist Zeit der Befreiung. Es ist Zeit der Befreiung. Es ist Zeit der Befreiung. Und jeder Tod geht weg von dir, ganz weg, ganz weg. Geist des Todes, du lässt ganz los, die Kette ist zerbrochen, ganz zerbrochen.
Oh, lass die Kraft Gottes Moment kommen, lass sie kommen, lass sie dich berühren. Die alte Fetzer von deinem Gewand, von diesem Kleid, sie fallen runter von dir. Und Gott sagt, du bekommst ein neues Gewand, ein prophetisches Gewand. Eine ganz neue Salbung wird dich berühren. Und du wirst nicht mehr begrenzt sein von deinem eigenen Denken, von deiner eigenen Meinung. Gottes Meinung kann dich begrenzen, aber nicht deine Meinung. Es ist vorbei, das Joch ist zerbrochen. Das Joch ist zerbrochen. Wo jahrelang diese Meinung da war von anderen, ist unwichtig. Nicht mal die Meinung von deinem Mann ist wichtig. Die Gottes Meinung ist wichtig. Und du bist eine Kämpferin im Gebet drin. Und wenn die Meinung war, ja, es ist doch nicht so wichtig, doch, du bist Gott wichtig. Du bist Gott wichtig. Deine Zeit ist nicht vorbei. Es fängt erst an. Wenn es angeht, da hoch in die unsichtbare Welt hinein. Die Leiter vom Himmel, die ist runtergekommen zu dir. Du sollst noch hochgehen. Diese Leiter, sie ist da. Und du wirst hochgehen. Und du wirst das Land von oben sehen. Und du wirst von oben segnen. Dein Gebet ist eine mächtige Waffe, sagt Gott. Geh die Leiter hoch und du wirst breit segnen und ausgießen können. Ha. Vater, was in deiner Vergangenheit war, ist unwichtig, total unwichtig. Jetzt, sagt der Herr, was du jetzt machst. Und die alte Fetze von diesem alten Kleid, sie fallen runter. Und du wirst dich nicht mehr erinnern. Du wirst die Zeit haben, wo du dich nicht mehr erinnern kannst dran, weil das Neue so interessant ist, dass gar nicht mehr zurück wird schauen. Neues. Das ist mein Blut, sagt der Herr, wie es macht. Das ist mein Blut, wo der Feind schon in deiner Kindheit probiert hat, so eine Kette um dich zu legen. Eine Verdammniskette. Gott sagt, weil die ganze Hölle dich binden würde, mein Schwert ist immer stärker. Es ist ein befreiendes Schwert. Oh, streck dir mal eure Hände, Moment, so Gott. Spür, wie heute Abend etwas im Raum ist. Wow. So ein Stück von der Heiligkeit Gottes. Spürst du, wie Engel da sind und Gott sagt, es ist ein heiliger Moment. Holy, holy. Ein heiliger Moment. Wo Engel da sind, wie sie sich gerade um uns gestellt haben. Ich möchte noch etwas machen. Ich möchte flüchen. Flüche von geistlichen Eltern. Von geistlichen Leiter. Über die Sarah gesprochen haben, ob du sie gehört hast oder nicht gehört hast. Ich will sie so brechen heute Abend. In Jesu Namen, die Flüche von Leuten, die eine Autorität gehabt haben, wie gesalbt waren, wie verantwortlich waren, wie dich so wie eine Kette auf dich gelegt haben. Leute, die gedacht haben, du bist noch nicht so weit oder du hast noch so viele Fehler. In Jesu Namen, diese Flüche sind zerbrochen. Sie sind zerbrochen. Und deine Kreuzschmerzen gehen heute Abend hier weg, sagt der Herr. Deine Kreuzschmerzen verschwinden jetzt von dir ganz. Sie gehen ganz weg. Jetzt. Diese Schlange, diese, so wie er vor, das Skoliose geht jetzt weg von dir. Und du bist frei. Und denk auch nicht mehr das, was dein Vater dir angetan hat. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wow. Komm, atme es ein. Atmosphäre. Es ist etwas Wichtiges in deinem Leben passiert. Du kommst gerade im Geist in die Freiheit hinein. Du gehst in den Raum der Freiheit. Es ist so wie ein Raum, der dich aufgeht im Geist. Es ist so wie Gott das Wort, wie der Josua gegeben hat, dir geben möchte. Jeder Schritt, wie du reingehst jetzt, dieses Land wirst du bekommen. Es ist jetzt Zeit
vom alten Quadrat, wo du gewohnt hast, rauszugehen. In das Neue hinein, ja, was Gott dir geben möchte. Mach weit das Zelt. Spare nicht. Mach die Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten nach rechts und nach links. Du wirst dich ausbreiten. Du wirst dich ausbreiten. Es ist Zeit der Befreiung. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Hoya Baseke, jetzt. Bleib einen Moment, geh in die Gegenwart Gottes stehen. Wenn jemand gerade so einen prophetischen Eindruck hat, ich lege einfach das Mikro auf ihn hin und gib es einfach weiter. Es gehört auch so diese in die Freiheit reingehen. Wenn ihr vorher so rumgelaufen seid und habt so gebetet, die Kette zu brechen. Es war so ein Geist wie ein Vulkan, da war wie ausgebrochen ist. Und diese Lava, dieses Feuer Gottes ist rausgegangen. Und es geschieht manchmal 10% hier und 90% in der unsichtbaren Welt. Und alles, was in der unsichtbaren Welt geschieht, hat öfters nichts mit unserer Theologie zu tun, alles, was wir gelernt haben. Auch die Theologie kann manchmal, unsere Lehrmeinung kann manchmal ein Joch sein. Auch das möchte ich total zerbrechen. Wir haben so manchmal so, ja, weil wir keine Erkenntnis haben, übernatürliche Erkenntnis, dann probieren wir eine ganz einfache Art vom Wort zu nehmen und zu verstehen, was wir gekaut bekommen haben und wir leben da drin. Und ich habe den Eindruck, wie mehr man in die unsichtbare Welt hineingeht, kommt der Geist der Offenbarung und gibt uns Offenbarung für diese, dass es mit unserem Verstand manchmal, mit unserer Theologie schwierig ist zu verstehen, aber ich weiß, wir kommen rein. Und bevor wir so gedreht habt, habe ich gedacht, oh, das wäre schön, anstatt Gottesdienst machen, wenn wir so Gebetsnacht wieder machen. Verstehst du, wenn wir so Gebetsnacht machen, wo wir einfach so proklamiere und die Kraft Gottes ist da und wir beten, wir proklamieren, wir haben Freude und die Kraft Gottes kommt und wir zerbrechen die Kette und wir hauen im Feind einen auf die Nase, verstehst du richtig, mit der Kraft Gottes und wir wollen den Sieg Gottes total sehen und ich glaube, wenn die richtige Salbung des Gebets kommt, ich kann nicht sagen, hat man keine Lust mehr nochmal malen Gottesdienst. Da hat man Lust im Geist, in diese Strudel reinzugehen und in die Kraft Gottes reinzugehen. Ja, ich bin schwanger zur Zeit. Es ist etwas drin, wo ich weiß, es ist gut und lasst euch nicht von die Freiheit wieder wegnehmen, sondern auch wenn manchmal negative Gefühle kommen. Ich habe Gott gefragt, Gott, wie kommt es, dass manchmal so ein Geist der Entmutigung oder so Müdigkeit über einen kommt? Und sagt er, die Engel können nicht alles abfangen. Manche, Sarah, musst du wieder kämpfen dagegen. Und es ist gut so. Komm, wir beten vor Gott nur an. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater das Opferlamm und ich bete an, ja, ich bete an, ich erhebe meine Hände in Anbetung, ich bete dich an. Ich erhebe mein
ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an, ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, ich bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, ich bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung, ich bete dich an. Ja, ich bete an, im Geist. Ja, ich bete an. Ich bete dich an, ich bete dich an, ja, ich bete an, ja, ich bete an, ich erhebe bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Im Geist und in der Wand. Im Geist und ich bete dich an. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Geist. Dieses Haus des Herrn ist die Säule und der Weitbund.
Erhebe dich in dein
Der Geist.
erste Offenbarung und der Weisheit, er wird leuchten in dir. Und du wirst sehen, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, vor Grundlegung der Welt. Hat Christus es beschlossen? Such nicht deine alten Kleider, sie sind verbrannt in Gottes Feuer. Amen, Amen, goodbye und auf Wiedersehen. Altes Leben, auf Wiedersehen. Goodbye, alte Schuhe. Mir gegeben.
Du bist auserwählt, du bist auserwählt.